Unter dem Motto »Der Krampus kehrt in die Lipizzaner Heimat zurück« wurde ein Krampuslauf in Voitsberg veranstaltet. Der Krampus ist ein typischer Adventsbrauch im Ostalpenraum und in Norditalien. Während der Krampus die unartigen Kinder bestraft, werden die Artigen vom Nikolaus beschenkt. Typisch für den Krampus ist sein teufelähnliches Aussehen, eine Kraxe, Kuhglocken und natürlich eine Holzmaske mit Hörnern. Das ganze Jahr über wird an diesen Masken gearbeitet und alle Vorbereitungen für die Läufe getroffen. Um 19 Uhr begann das schaurige Krampustreiben. Gruselige Masken, Feuerschlucker und Pyrotechnik begeisterten das Publikum. Insgesamt waren 20 Gruppen mit 300 Berchten aus der ganzen Steiermark vertreten. Besonders war diesmal die hohe Kinderfreundlichkeit der Veranstaltung. Die Berchten nahmen sich Zeit, um mit den Kindern zu sprechen und standen für Fotos zur Verfügung. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt, der Krampus kehrt in die Lipizzaner Heimat zurück. Und sind gespannt, welche schaurige Show uns dann erwarten wird.